Natürlich ist er in gewissen Situationen auch ein Unterschiedsspieler. Ja, jetzt auf einmal. Ja, warte doch mal ab hier. Ja, moin moin und hallo zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Talk aus dem Gutenberg in Kiel. Mein Name ist Marco Nehmer, ich bin Holstein-Reporter bei den Kieler Nachrichten und mir gegenüber sitzt KN-Sportchef Alexander Hahn. Auch heute wollen wir wieder über das diskutieren, was Holstein Kiel bewegt. An dieser Stelle sollten wir den Zuschauern einmal erklären, dass wir am Dienstag diese Sendung schon aufzeichnen. Aus diesem Grunde etwas nicht genau wissen, was vielleicht jetzt schon während der Ausstrahlung klar ist. Marco, was hast du heute am Dienstag Vormittag bei Holstein Kiel beim Training erlebt? Ja, erstmal nichts, denn das Training wurde kurzfristig abgesagt. Wenig später wurde ich informiert, dass es einen, jetzt müssen wir richtig formulieren, einen Corona-Verdachtsfall gibt. Nicht unbedingt bei der Mannschaft, sondern es werden ja insgesamt 40 Personen regelmäßig getestet. Da soll es einen Verdachtsfall geben. Aktuell ist der Stand, dass direkt eine Nachtestung gemacht wurde. Die Ergebnisse liegen uns aktuell noch nicht vor. Die Formulierung war, dieser Test sei schwach positiv ausgefallen. Wir müssen die Entwicklung weiter abwarten, aber es klingt ja schon mal sehr alarmierend, gerade in der aktuellen Situation, in der wir sind. Das ist so, aber wir wissen eben nicht, was es ist. Deswegen wollen wir auch gar nicht spekulieren, was das jetzt bedeutet. Wir müssen jetzt einfach mit dieser Information erstmal hier in unsere Diskussion gehen. Und insofern würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Finn Bartels, der als verletzungsanfällig gilt, hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen beim Training. Ich glaube, das ist ein handfestes Problem, das Holstein jetzt mit diesem Ausfall hat. Also ich sehe das gar nicht unbedingt jetzt als Problem. Holstein ist breit auf den Flügeln aufgestellt, das dürfen wir nicht vergessen. Es sind viele Flügelspieler in der Mannschaft, die auf der rechten oder auf Bartels linker Seite halt spielen können. Das war ja schon fast eine prophetische Vorverpflichtung von Joshua Mees, der jetzt bei Holstein ist, von Union Berlin gekommen, der genau diese Position spielen kann. Er muss natürlich noch ein bisschen die Abläufe kennenlernen, aber ich traue ihm absolut zu, dass er da erstmal in die Lücke jetzt springen kann. Dass Finn Bartels jetzt in den ersten drei Spielen der überragende Mann aus meiner Sicht bei der KSV war. Aber er war nicht allein für den Erfolg verantwortlich. Er war nicht alleine verantwortlich. Natürlich können da andere Spieler spielen, aber nicht auf dem Niveau. Ich halte dagegen und sage, es sind auch Spieler im Kader, die an dieser Situation wachsen können. Das sind aber trotzdem ja nicht die einzigen Möglichkeiten, die du da hast. Du kannst ja auch sagen, okay, ich stelle um, ich will Gefahr über den linken Flügel, warum ziehe ich nicht Jason Lee dahin? Dann habe ich im Zentrum einen Stoßstürmer, einen Janis Herra, habe auf der 8 die Möglichkeit, einen Niklas Hauptmann zu bringen, der in den letzten Spielen wirklich super agiert hat, super Ansätze hatte. Ich glaube, dass du das wirklich über 2-3 Spiele auffangen kannst. Aber dann stellst du wieder die ganze Offensive um, ne? Also jetzt entweder reden wir davon, Finn Bartels auf dem linken Flügel zu ersetzen oder davon, eine ganze offensive Mannschaft umzustellen, was ja auch Gefahren birgt. Aber ich sehe das Problem im modernen Fußball nicht. Alle Spieler sind polyvalent ausgebildet und müssen eigentlich so fit in der Birne sein, dass es selbst im Spiel zu jeder Zeit möglich ist, umzustellen. Ihr setzt den Fall, dass das die KSV gut hinbekommen würde, fehlt mit Bartels trotzdem jemand, der auch jüngere Spieler, unerfahrene Spieler mitreißt. Ich glaube, das Problem lässt sich nicht so leicht leugnen. Ich gebe dir insofern recht, dass Holstein jetzt eine Persönlichkeit auf dem Feld fehlt, natürlich. Er ist jemand, der vorangeht, klar, sehe ich auch so. Ich sehe das sportliche Problem aber nicht. Eben aus dem Grund, da der Verein es sicherlich auch nicht als Problem begreift, weil man darauf eingestellt war. Es war klar, dass es irgendwann passieren kann. Und Gottlob, es ist nur ein Muskelfaserriss. Es ist nicht wieder die Achillessehne oder sonst was. Stefan Teske hat am letzten Donnerstag 90 Minuten im Test gegen St. Pauli gespielt. Ich finde, er hat super gemacht. Er hat die Mannschaft gleich direkt wieder organisiert, war im Grunde der Chef im Ring. Ich glaube, auf einen Teske kannst du immer zählen. Ein Teske ist zweikampfstark, defensiv stark, hat einen guten Aufbau, eine gute Übersicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er hin und wieder Holstein, man muss es so sagen, in der letzten Saison den Arsch gerettet hat. Du meinst, dass Holstein jetzt schon in Würzburg Teske wieder von Anfang an spielen lassen sollte, dann frage ich dich, wo denn eigentlich? Aber es muss ja nicht gleich in Würzburg sein. Ich sehe
generell, ja, dass er jemand ist, der Stammspielerpotenzial hat und das auch wieder abrufen wird. Bei allem Respekt vor Stefan Teska, den ich wirklich sehr, sehr mag als Spielertyp, aber auch von der Mentalität, aber aus meiner Sicht ist genau auf seiner Position der heimliche Mann der Stunde in der Defensive geboren mit Marco Komenda. Da kann Ole Werner jetzt nicht diese Abwehr, diese Innenverteidigung, diese Kette, die da jetzt gerade so gut funktioniert und harmoniert, aufbrechen. Darf's nicht vergessen, Heustein ist sehr dünn auf links gerade besetzt. Es wird auch ein Linksverteidiger-Backup benötigt und da halte ich Marco Komenda eigentlich derzeit so ein bisschen für den fähigsten. Bis der neue Linksverteidiger kommt, der Backup für Vandenberg wird noch einige Zeit ins Land ziehen, im Winter wird es soweit sein. Bis dahin könnte ich mir hin und wieder vorstellen, dass Marco Komenda halt auch mal auf links spielen muss und dann ist der Weg für Stefan Teska natürlich im Zentrum frei. Aber auch da hat Ole Werner sicherlich auch andere Optionen im Kopf, weil ich, wenn ich er wäre, würde ich dieses Duo Hauke Wahl, Marco Komenda jetzt nicht auseinanderreißen. Und außerdem muss Stefan Teska auch jetzt erstmal wieder auch die Spielpraxis sammeln. Er hat 3,5 Monate kein Pflichtspiel mehr bestritten. Ich sehe da noch einige Zeit ins Land streichen, bis Stefan Teska wieder diesen Stellenwert in der Mannschaft erlangt, den er mal hatte. Ich will ja auch gar nicht, dass diese Achse gesprengt wird. Ich meine, ich habe es auch in der letzten Zeit schon öfter mal gesagt, Marco Komenda in seiner aktuellen Form ist wirklich ein Erfolgsgarant. Theoretisch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspinnen, kannst du natürlich auch alle drei spielen lassen. Ne? Wahl, Komenda, Teska. Hin und wieder kannst du mal auf eine Dreierkette umstellen. Heustein hat es im Test gegen Pauli praktiziert. Es hat wunderbar funktioniert. Hin und wieder kann das eine Option sein. Und dann kannst du natürlich hinten auch mit allen dreien spielen. Das wäre die salomonische Variante. Ja, das wäre salomonisch, aber ich glaube, am Ende trifft es dann doch Teska, der so auch ein bisschen vielleicht unter dem Fluch des Allrounders leidet. Ich denke, dass das auch ein sehr, sehr, sehr guter Bankspieler sein könnte. Ja, wenn er vorne reinkommt, wackeln die Wände. Das stimmt schon. Wenn Corona nicht mehr dazwischen kommt, dann spielen die Störche am Sonntag in Würzburg. Da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht ein absoluter Pflichtsieg. Also ich sage erstmal, es gibt keine Pflichtsiege, erst recht nicht in der zweiten Liga. Es ist immer schwer und eklig, bei Aufsteigern zu spielen. Das könnte zäh werden, es könnte eklig werden. Klar, ich habe ein bisschen dagegen argumentiert, es sei kein Problem, dass ein Finn Bartels fehlt. Aber natürlich ist er in gewissen Situationen auch ein Unterschiedsspieler. Ja, jetzt auf einmal. Ja, warte doch mal ab. Würzburg wird sicherlich auch hin und wieder sich tief fallen lassen, kompakt stehen und so eine tiefe Kette zu sprengen und da die Räume zu finden. Klar können das auch andere Spieler machen, aber ein Bartels wäre doch schon schick in dem Spiel nochmal gewesen, so ist es nicht. Ich finde, Würzburg ist absoluter Duselaufsteiger der letzten Saison gewesen. Aber über die gesamte Saison gesehen haben sie sich das durchaus verdient aufzusteigen, sie standen nicht zu Unrecht da oben. Ja, und trotzdem stehen sie jetzt mit einem Punkt auf dem Tabellenplatz 16. Wen, wenn nicht solche Mannschaft, soll man denn mit den Ansprüchen, die Holstein Kiel mittlerweile auch haben sollte, denn schlagen, wenn nicht die? Du verkennst ein bisschen die Entwicklung, die Würzburg in den letzten Wochen genommen hat. Das erste Spiel 0-3, das war nix. Im zweiten Spiel gegen Düsseldorf waren sie drauf und dran, Punkte mitzunehmen, haben spät das Gegentor kassiert, haben dann, ich meine, in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschossen. Dann haben sie gegen Fürth lange 2-1 geführt, auch erst in der Nachspielzeit das 2-2 kassiert. Also die haben das Potenzial, Punkte zu holen. Also mit Fabio Kaufmann und dem Luca Pfeiffer sind die besten Scorer der letzten Saison gegangen. Vincent Müller, der Torwart, spielt jetzt beim PSV Eindhoven. Sebastian Schuppan, Leitfigur, Karriereende. Und dann auch noch nach den ersten beiden Spielen der Aufstiegstrainer gehen musste. Aus meiner Sicht ist das keine gute Entwicklung, wenn so ein Aufsteiger dann seine besten Leute verliert. Da muss schon Holstein schon einen sehr schlechten Tag erwischen, wenn sie das Spiel verlieren sollten. Du hast den Trainerwechsel angesprochen. Ich schließe nicht aus, dass jetzt nach der Länderspielpause auch die Prinzipien und Ideen des neuen Trainers fruchten. Und du hast die Abgänge angesprochen. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Würzburg echt kurz vor Ende des Transferfensters auch noch 4-mal zugeschlagen hat. Da ist schon Substanz da. Deswegen tue ich mich mit so einem Begriff wie Pflichtsieg halt schwer, weil den wird es gegen keinen Gegner dieser Liga geben. Ja, das war es auch wieder von Holstein 1:1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Alex, ich sag vielen Dank. Ich danke dir, Marco. Und wir sehen uns nächste Woche.